Es ist das Jahr 1191. Unter den muslimischen Einwohnern von Jerusalem herrscht Panik. Richard Löwenherz, König von England, ist Kreuzfahrer. Löwenherz hat versprochen, dass Jerusalem wieder christlich wird. Der legendäre muslimische Heerführer Saladin will den Angriff von Löwenherz stoppen. 4 Jahre zuvor hatte Saladin Jerusalem erobert und alle christlichen Einwohner am Leben gelassen. Dass Richard Löwenherz gegenüber den Muslimen genauso großzügig ist, erwartet niemand. Im Kampf um Jerusalem werden Richard Löwenherz und Saladin zu Helden. Mit der Eroberung der Hafenstadt Akko verfügt Richard Löwenherz über eine wichtige Basis für die Eroberung Jerusalems. Für seinen Sieg dankt Richard Gott, denn der König von England ist tief religiös. 3000 muslimische Gefangene macht Löwenherz bei der Eroberung der Stadt. Aber auf den Marsch nach Jerusalem kann er sie nicht mitnehmen. Richard schickt Boten zu Saladin. Die sollen über die Bedingungen einer Freilassung verhandeln. Als Gegenleistung für die Männer fordert Richard von Saladin die bedeutendste christliche Reliquie, das wahre Kreuz. Das hat Saladin in der Schlacht von Hattin erbeutet. In dem kostbaren Schrein steckt ein Stück Holz vom Kreuz Jesu Christi. Saladin weiß, wie wichtig die Reliquie für Richard ist. Er glaubt, dass die Christen ohne das Kreuz nicht nach Jerusalem marschieren. Saladin zögert deshalb den Austausch hinaus, setzt so das Leben der 3000 Gefangenen aufs Spiel. Während dieser Zeit genießen die Kreuzfahrer das Leben in Akko, auch in den Freudenhäusern. In Europa hatten die Kreuzfahrer geschworen, als fromme Krieger Jerusalem zu erobern. Aber mit jedem Tag, der verstreicht, werden die Ausschweifungen immer zügelloser. Jerusalem scheint bei vielen vergessen zu sein. Die muslimischen Gefangenen in den Kerkern begreifen nicht, warum Saladin sie noch nicht freigekauft hat. Angst breitet sich aus. Im März beschließt Richard, nicht mehr länger auf die Übergabe des Kreuzes zu warten. Richard glaubt, dass es zu gefährlich ist, so viele Krieger mit einer kleinen Bewachung zurückzulassen, wenn er nach Jerusalem marschiert. Thank you.
Viele Kreuzritter glauben, dass es Gottes Wille ist, als sie die 3000 Ungläubigen abschlachten. Nach den Kriegsregeln des Mittelalters war es eigentlich üblich, Gefangene freizukaufen oder sie einzutauschen. Man tötete sie nicht, denn sie hatten einen Wert. Nach dem Massaker setzt Richard seinen Kreuzzug fort. Er hofft, dass ihm nach seiner Bestrafung der Ungläubigen keine arabische Stadt mehr Widerstand leisten wird. Saladin ist über die Tat von Löwenherz entsetzt. Der arabische Führer lässt das wahre Kreuz weit weg nach Damaskus bringen. Nie wieder wird ein Christ die Reliquie sehen. Zwischen Saladin und Richard gibt es nichts mehr zu verhandeln. Nun beginnt der Krieg um Jerusalem. Im Herbst 1191 bricht Richard Löwenherz mit seinen Rittern auf. Das erste Ziel des Heeres ist Jaffa. Die Hafenstadt liegt 100 Kilometer südlich von Akko. Der Weg führt durch ein Gebiet, das Saladin beherrscht. Aber ohne Jaffa zu besitzen, kann Richard nicht nach Jerusalem vorstoßen. Saladin knew, as they knew. Saladin wusste, wird Jaffa erobert, hat Richard einen hervorragenden Brückenkopf für den Feldzug gegen Jerusalem. Deshalb musste Saladin die Eroberung Jaffas durch Richard verhindern. Immer wieder greifen kleine Reitergruppen die Christen an. Wer vor Durst und Hitze geschwächt zurückbleibt, wird gnadenlos getötet. Rache für das Blutbad von Akko. Selbst in der Nacht greifen die Muslime das Lager der Christen an. Im Gebet suchen die erschöpften Männer Kraft zu finden. Auch die Hoffnung, bald Jerusalem zu erreichen, wo Jesus lebte und starb, gibt ihnen Zuversicht. Richard weiß, dass der Marsch auf Jaffa sehr gefährlich ist. Sichere Stützpunkte gibt es nirgendwo. Kurz vor Jaffa berichten Kundschafter Richard, dass Saladin einen Angriff plant. Löwenherz vermutet, dass Saladin in der Ebene von Arsuf, kurz vor Jaffa, die Entscheidung sucht. Saladins Heer soll hier Richards Truppen vernichten. Richard befiehlt seinen Männern, die Schlachtordnung unbedingt einzuhalten. Nur wenn sie Richards Befehl folgen, können sie siegen und Jaffa erobern. Saladin schöpft wie Löwenherz seine Kraft aus dem Glauben. Saladin weiß, dass ein Frontalangriff auf die festgefügten Reihen der Kreuzfahrer ein gefährliches Glücksspiel ist. Als das Heer der Araber vorrückt, befiehlt Richard noch einmal, unbedingt die Schlachtordnung einzuhalten.
aber entgegen seinem Befehl stürmen zwei Ritter mit ihren Männern aus der festen Formation vor. Entsetzt bemerkte Richard, dass die Schlachtordnung, also die Reihen, sich auflösten. Er reagierte sofort und sagte, wenn die vorpreschen, machen wir das auch. Er gab das Kommando für den allgemeinen Angriff. In wenigen Minuten wendet Richard den Lauf der Schlacht. Aber auch für die Muslime scheint der König von England übermenschliche Kräfte zu haben. Richard comes across to Saladin and Saladin und seine Chronisten beschreiben Richard als einen außergewöhnlichen König, einen überaus tapferen und listigen Krieger. Richards wilde Attacke löst bei den Muslimen Panik aus. Sie flüchten. Mit der Eroberung von Akko und dem grandiosen Sieg in der Schlacht von Arsuf zerstörte Richard Löwenherz den über Jahrzehnte gewachsenen Ruf Saladins, der erfolgreichste muslimische Herrscher und Krieger zu sein. Richard zieht ohne weitere Gegenwehr in Jaffa ein. Hinter den dicken Mauern von Jaffas Zitadelle werden die Verwundeten gepflegt. In der Schlacht starben viele Kreuzritter. Für Richard ein Anlass zur Sorge. Trotz des großen Sieges bei Arsuf waren die Kreuzritter in einer äußerst prekären Lage. Denn man darf nicht vergessen, sie waren im Heiligen Land nur eine winzige Minderheit. Sie wussten, nur hinter den Mauern ihrer Burgen waren sie sicher. Für Richard sind die mächtigen Ritterburgen wichtige Stützpunkte. Mit ihnen beherrschen die Christen das Heilige Land. Denn die Festungen liegen an strategisch wichtigen Orten. Aber seit Saladin große Teile des Heiligen Landes eroberte, veränderte sich die Lage. Christen, die außerhalb der Festungsmauern sind, werden von Saladins Männern gejagt. Wen sie erwischen, den köpfen sie erbarmungslos. In Jaffa begreift Richard, dass ihn der Sieg, seinem Ziel, Jerusalem zu erobern, nicht näher gebracht hat. Zur Enttäuschung seiner Gefährten beschließt Richard, nicht sofort nach Jerusalem zu marschieren, sondern heimlich mit Saladin zu verhandeln.
Richard wusste, die Eroberung von Jerusalem ist ein gefährliches Unterfangen. Deshalb wollte er durch Verhandlungen Saladin davon überzeugen, Jerusalem wieder den Christen zu übergeben. In dem Brief an Saladin appelliert Richard an die Großmütigkeit des Muslims. Massenweise sterben Muslime und Kreuzfahrer. Beide Seiten haben viele Opfer. Nun ist es Zeit, das zu beenden. Als Christen so heilig, dass wir Jerusalem ist für uns unbedingt zurückhaben müssen. Aber auch für die Muslime ist Jerusalem eine heilige Stadt. Richard wusste nicht, wie wichtig Jerusalem für die Muslime ist. Er schätzte also die Lage völlig falsch ein, als er glaubte, die Stadt habe für Saladin keine große Bedeutung. Erst Saladin machte ihm klar, wie wichtig die heilige Stadt den Muslimen ist. Um Richard zu antworten, schickt Saladin seinen Bruder Al-Adil mit einer Botschaft. Jerusalem ist für uns noch heiliger, als es für euch ist. Glaubt also nicht, dass wir darauf verzichten können. Schon seit ewigen Zeiten gehört uns das Land. Ihr Christen seid gerade erst angekommen. Jerusalem ist den Muslimen heilig, denn von hier aus ritt der Prophet Mohammed direkt in den Himmel. Saladin muss also auch aus Glaubensgründen. Sein Ruf bei den Arabern hängt davon ab. Deshalb ist in die Stadt verteidigen. Er mehr als überrascht, als er von Richards neuem Plan erfährt. Richard und Al-Adil treffen sich mehrmals. Die beiden werden gute Freunde. Denn sie haben dieselben Interessen, die Falkenjagd und die Musik. Die beiden kommen sich so nahe, dass Richard ihn Bruder nennt und Adils Sohn zum Ritter schlägt, als sei er ein Christ. Das Blutbad von Akko scheint vergessen zu sein. Once he has met with Saladin's brother Al-Adil. Bei den Treffen mit Al-Adil stellte Richard fest, dass die Muslime keine seltsamen, schrecklichen Fremden waren. Von da an erschien ihm das Massaker an den 3000 Gefangenen in Akko in einem anderen Licht. Ich glaube, Al-Adil war überaus ehrgeizig. Er wollte König werden, zahllose Frauen haben und ein luxuriöses Leben führen. Mit Hilfe von Richard hoffte er, ein Königreich zu erhalten und vielleicht auch eine blonde europäische Prinzessin als Frau.
Mit auf dem Kreuzzug sind Richards Frau Berengaria und seine Schwester Johanna. Johanna soll nun Richard Löwenherz helfen, Jerusalem mit diplomatischen Mitteln zu erobern. In einem Brief unterbreitet Richard Saladin einen märchenhaften Friedensplan. Löwenherz schlägt vor, dass Al-Adil seine Schwester Johanna heiratet und die beiden über das Königreich. Jerusalem herrschen. This on the surface is a terribly strange idea. A Christian princess. Auf den ersten Blick scheint es verrückt zu sein, dass eine christliche Prinzessin einen muslimischen Prinzen heiraten soll. Aber es ist ein geschickter Schachzug von Richard. So will er zwischen Al-Adil und Saladin einen Keil treiben und die Spannungen innerhalb des muslimischen Lagers ausnutzen. Als Richard seiner Schwester Johanna von dem Vorhaben berichtet, weigert sie sich, einen Muslim zu heiraten. Als Al-Adil es ablehnt, zum Christentum überzutreten, ist die Hochzeit geplatzt. Als die Kreuzfahrer von Richards geheimen Verhandlungen erfahren, sind sie empört. Vor allem die Geistlichen fordern von Richard nun, endlich die Ungläubigen aus dem Heiligen Land zu vertreiben. Richard hat keine Wahl. Auch die engsten Gefolgsleute drängen zum Aufbruch. Widerstrebend ordnet Richard den Marsch über die im Winter gefährliche Straße nach Jerusalem an. Obwohl es schon seit Wochen regnet, sind die Kreuzfahrer guten Mutes. Endlich geht es nach Jerusalem. Aber mit jedem Tag zweifelt Richard mehr am Erfolg seines Kriegszuges. Nur 10 Kilometer vor der heiligen Stadt unterbricht Richard den Vormarsch. Richard berät sich mit den Rittern, die schon lange im Heiligen Land leben. Die sind äußerst besorgt über die Folgen einer Eroberung von Jerusalem. Richard versteht die Bedenken dieser erfahrenen Männer, die mehr über das Heilige Land wissen als alle Päpste, Bischöfe, Könige und Fürsten Europas. Es war klar, selbst wenn es den Kreuzrittern gelingen würde, Jerusalem zu erobern, sie würden es nicht lange halten können. Denn viele waren zugleich Pilger. Die würden schon bald nach der Eroberung, also nach der Erfüllung ihres Gelübdes, Jerusalem den Ungläubigen zu entreißen, in ihre Heimat zurückkehren. Richard begreift, dass es sinnlos ist, die heilige Stadt zu erobern, wenn sie ein paar Monate später wieder verloren geht. Der Rat der Ritter führt zu Richards Entscheidung, die Armee nach Jaffa zurückmarschieren zu lassen.
the idea of not going to Jerusalem provokes outrage and uproar in the Crusader army. Der Befehl umzukehren führte beinahe zu einem Aufstand. Vor allem die Pilger wollten ihr Gelübde erfüllen. Und nun sagte ihnen ihr Führer, dass das nicht möglich sei. Sie konnten das nicht verstehen, fühlten sich verraten. Viele glaubten, Richard wäre ein Feigling, aber es blieb ihnen nichts anderes übrig, als dem Befehl zu folgen. So kehrten sie um. Viele der enttäuschten und erschöpften Pilger sterben auf dem Rückweg. Tausende verlassen das Heer, machen sich auf den Weg in die Heimat. Richards Entscheidung bringt Saladin keine Vorteile. Seit den Niederlagen in Akko und bei Arsuf hat er einen Großteil seiner Autorität eingebüßt. Saladins Stern begann zu sinken. Er hatte nicht mehr genügend Krieger, Waffen und Geld. Aus Damaskus erhielt er die Nachricht, selbst wenn man die Bäume der fruchtbaren Oasen fällt, reicht das Holz nicht, um genügend Pfeile und Katapulte herzustellen. Ein erneuter Angriff Richards auf Jerusalem bei besserem Wetter würde wohl Erfolg haben. Denn Saladin kann die Stadt nicht mehr verteidigen. Die Eroberung ist nur noch eine Frage der Zeit. In Jaffa sammelt Richard alle Gefolgsleute, die ihm nach dem abgebrochenen Marsch auf Jerusalem geblieben sind. In dieser Zeit bekommt Richard eine niederschmetternde Nachricht. Sein Bruder, Prinz John, versucht in England die Macht an sich zu reißen. Richard ist in einer verzweifelten Lage. Er bekam Depressionen und sprach mit niemandem. Es war für ihn eine überaus schwierige Entscheidung. Sollte er bleiben und versuchen, Jerusalem zu erobern und dadurch vielleicht sein Königreich England verlieren? Oder sollte er Jerusalem aufgeben und nach England gehen, um seinem kleinen Bruder John Einhalt zu gebieten? Was aber, wenn ihm das nicht gelingt? Dann hätte er auch Jerusalem verloren. And I shall have abandoned Jerusalem. What does anyone do? Egal welche Entscheidung er traf, sie konnte falsch sein. You're going to get it wrong. In Jaffa hoffen nach wie vor Tausende von Kreuzfahrern, nun endlich ihr Gelübde erfüllen zu können, Feier in die heilige Stadt einzuziehen. He will have taken over anyway. Auch Richards können und als Befreichtvater will nach Jerusalem. Immer wieder versucht er den König für einen weiteren Angriff auf Jerusalem zu gewinnen. Beten Sie, Sire, und sehen Sie tief im Herzen, wie Gott Sie mit unzähligen Triumphen belohnt hat. Wenn Sie jetzt Jerusalem im Stich lassen,
ist es so, als würden sie es dem Feind zur Zerstörung überlassen. Sein Ruf als König der Christen steht auf dem Spiel. Nachdem das Wetter sich bessert, wagt Richard einen zweiten Angriff auf Jerusalem. Richard riskierte den Angriff, obwohl er wusste, dass er scheitern konnte. Aber versuchte er ihn nicht, würde er als Feigling gelten. Das aber konnte er nicht wagen. Als Richards Armee auf Jerusalem vorstößt, berät sich Saladin mit seinen Fürsten, den Emiren. Alle fürchten, dass Richard sie zermalmen wird. Saladins Vezier, sein Ratgeber Behar, schlägt vor, Jerusalem um jeden Preis zu verteidigen. Aber er stößt nur auf eisiges Schweigen. Saladin ist darüber erschrocken und sagt den Fürsten: Wenn wir nachgeben, werden die Christen unser Land besetzen. Es ist also unsere Pflicht, es zu verteidigen. Von uns hängt die Sicherheit aller Muslime ab. Viele Emire schlugen vor, die Stadt aufzugeben. Aber Saladin lehnte das ab. Über Jahrzehnte hatte er die Muslime geeinigt, um die heilige Stadt zu erobern. Jerusalem war also untrennbar mit seinem Ruf und seiner Herrschaft verbunden. Die Stadt durfte nicht fallen. In den Hügeln außerhalb Jerusalems schlägt Richard sein Lager auf. Die Kreuzfahrer bereiten den Angriff vor. Auch die Kranken und Verletzten sind dabei. Sie hoffen in der Stadt auf Heilung, durch ein Wunder. Das Ziel des Krieges ist für Richard so gut wie erreicht. Am Abend vor dem Angriff aber kehrt die Angst zurück, doch den Kampf und damit alles zu verlieren. Es wird erzählt, dass er sich mit einer Patrouille bis auf Sichtweite Jerusalem näherte. Er bedeckte mit dem Mantel seine Augen und sagte: Ich will nicht sehen, was ich nicht erobern kann. Richards alte Zweifel werden wieder wach. Er glaubt, Jerusalem nach der Eroberung nicht halten zu können. In Jerusalem findet Saladin keinen Schlaf. Denn er denkt daran, dass er die christliche Bevölkerung nach der Eroberung am Leben ließ. Aber wird Richard ähnlich handeln? Wird er die Muslime schonen? Alle muslimischen Einwohner befürchten, das Schicksal der Gefangenen von Akko zu teilen, massakriert zu werden. Richard war ein Führer, der sich kaum um moralische und religiöse Prinzipien kümmerte. Richard und Saladin trennten Welten. Der Orient war tolerant, akzeptierte andere Menschen. Der Westen dagegen war intolerant, akzeptierte nur Christen. Mitten in der Nacht ruft Saladin seinen Vezier Behar zu sich. Er will wissen, was er tun soll. Ihre Hoheit ist voller Angst, aber die ist sinnlos. Nur der allmächtige Gott wird Ihnen helfen,
und ihre Gebete erhören. Unter der Führung von Saladin bereiten sich die Einwohner Jerusalems auf Richards Angriff vor. Aber Richard kommt nicht. Voller Zweifel hat Richard auch den zweiten Angriff abgebrochen, lässt die Männer zurück zur Küste marschieren. Saladin glaubt, dass Richard Löwenherz den Kreuzzug aufgegeben hat. Für die Muslime war der erneute Rückzug von Richard ein Zeichen dafür, dass Gott auf ihrer Seite steht. Für sie war Richard kein Feigling, sondern sein Abzug war ein Sieg Allahs. Als Richard nach Akko zurückkehrt, greift Saladin Jaffa an. Schnell überrennen Saladins Krieger die Stadt. Wie schon bei der Eroberung von Jerusalem verbietet Saladin die Plünderung der Bevölkerung. Aber viele Soldaten haben kein Verständnis für die Großzügigkeit gegenüber den Christen und ignorieren den Befehl. Noch während der Plünderung erreicht Saladin eine alarmierende Nachricht. Richard ist im Anmarsch. Zwar ist sein Heer klein, aber Saladin weiß, warum man Richard Löwenherz nennt. Im Kampf schlägt Richard jeden nieder, der sich ihm in den Weg stellt. Von einem Hügel beobachtet Saladin die Niederlage seines Heeres. Richards Tapferkeit und taktisches Geschick sichern den Sieg der Christen. It's in that moment, I think, that you see Richard's reputation. Jaffa zeigt, dass Richards Ruf schon zu seinen Lebzeiten auch seine Feinde beeindruckte. The great encounter at Jaffa becomes. Der Sieg galt als Wunder Gottes, das dem großen christlichen Helden Richard einen siegreichen Kreuzzug bescherte. Nach der Schlacht ist Richard so erschöpft, dass er krank wird. Richard und Saladin schließen einen Vertrag. Beide können damit ihr Gesicht wahren. Nach dem Abkommen behält Richard Jaffa, Akko und einen Streifen Land entlang der Küste. Christen dürfen nun unter Saladins Schutz nach Jerusalem pilgern, das der arabische Heerführer behält. There was neither victor
Lord Vanquish. At the same time, es wirkt wie ein Patt, aber für Saladin war es ein Sieg, denn er behielt Jerusalem. Solange er die heilige Stadt beherrschte, mussten die Christen es eigentlich als Niederlage empfinden. Aber der Erfolg kam für Saladin zu spät. Seine Autorität ist zerbröckelt. 6 Monate später stirbt er mit 56 Jahren. Der Vertrag war vielleicht ein Grund für seinen frühen Tod. Saladin musste in dem Vertrag ja erhebliche Zugeständnisse machen. Wenn ein Lebenswerk zusammenbricht, begeht der Held entweder Selbstmord oder stirbt an Erschöpfung. Ohne Jerusalem jemals betreten zu haben, verlässt Richard von England 1192, nach 15 Monaten, das Heilige Land. Die letzten Jahre seines Lebens kämpft er gegen die Franzosen. Mit 42 Jahren stirbt er an einer Verwundung. Obwohl Richard Jerusalem nicht eroberte, wurde er zu einem Mythos. Er hatte im Heiligen Land große Erfolge erzielt und so Ruhm und Ehre erworben. Christen und Muslime wussten, wer er war. Richard wurde zu einem Vorbild, das für jeden König und Ritter erstrebenswert erschien. Aber auch Saladin genießt nicht nur in der arabischen Welt, sondern auch in Europa großen Ruhm. Das erste Buch über das christliche Rittertum nennt ihn als Vorbild. Saladin ist nach dem Propheten Mohammed der berühmteste Muslim der Welt. Sein Ruhm wirkt bis heute. Sein Ruhm, seine Tugend, seine Großmut und seine Großzügigkeit machten Saladin zu einem Vorbild im mittelalterlichen Europa. Richard und Saladin begegneten sich nie. Aber schon zu ihren Lebzeiten schwärmten die Chronisten von ihnen. Wenn irgendjemand Saladins Fähigkeiten Richard und Richards Fähigkeiten Saladin geben würde, wäre auf der Welt für beide nicht genügend Platz.